Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir investieren heute, dem 27. November 2015, in Aktien in Deutschland. Der deutsche Aktienindex DAX 30 wurde veröffentlicht mit Obermatt Top 10 Aktien. Und was wir hier sehen, ist die Munich Re, RWE, viele auch Autohersteller, aber die Lufthansa ist dabei, Siemens ist dabei, Heidelberg Zement und Chemiefirmen sind auch dabei. Was interessiert mich am meisten? Ich bin ein bisschen unsicher bezüglich den Automobilherstellern, weil zurzeit sehr viel passiert seit dem VW-Skandal. Ich fühle mich nicht so wohl. Ich weiß auch, dass diese Zahlen vielleicht gar noch nicht in den finanziellen Berichten der Unternehmen drin sind. Ich warte also lieber noch bis zum nächsten Mal und schaue dann, ob die Value Ratings die Value Ränge bei uns für diese Automobilhersteller immer noch so hoch sind. Ich bin nicht so interessiert an Versicherungen, kenne mich nicht so aus im Elektrizitätsgeschäft. Vielleicht wäre das etwas, wenn wir sagen, Immobilien sind wichtig in Deutschland, aber RWE ist leider in einem sehr regulierten Markt, fühle ich mich nicht besonders sicher. Zudem habe ich bereits ein ähnliches Unternehmen in Spanien gekauft. Was mich am meisten interessiert, ist Siemens. Lassen wir uns das mal anschauen, öffnen. Was sehe ich bei Siemens? Eben gute Ränge außer Wachstum. Was mir gefällt, es ist eine Klimaschutzaktie, also die Firma macht mehr als andere Unternehmen bezüglich dem CO2-Ausstoß. Die Ränge sind bis auf die Wachstumsränge sehr gut. Wir sehen hier bei den Value-Rängen, dass nur der Rang bezüglich Buchwertkurs relativ hoch ist, also relativ tief ist. Das heißt, sie haben einen relativ hohen Preis gegenüber dem investierten Kapital. Das kann aber sein, dass das einfach optimiert wurde, dass man sehr viel vom Kapital aus der Bilanz weggenommen hat. Das kann ein Risiko sein, ist es aber nicht bei Siemens, denn Liquidität und Verschuldung sind beide noch im grünen Bereich. Das Einzige, was nicht grün ist, ist die Performance, also die Wachstumsgrößen. Das war aber in der Vergangenheit auch schon besser. Ich denke, das ist, müsste man ein bisschen genauer anschauen, was VW dann da genau macht. Siemens. Gehen wir also zu Siemens, gehen wir auf die Webseite. Sie ist nicht die modernste Webseite, das wird sicher bald kommen. Auch bei Siemens wird man auf die Mobile Devices umstellen müssen, wenn das soweit ist. Schauen wir mal an, was Investor Relations zu sagen hat. Bei Investor Relations können wir hier zu oberst sehen, Siemens auf einen Blick. Klicken wir auf das, haben immer noch wirklich noch nicht einen wirklich guten Blick, viele Zahlen, viele Daten, aber auch hier gibt es ein PDF, das man herunterladen kann. Ich habe das gemacht, das ist hier Vision 2020, machen wir das ein bisschen größer, wenn ich das ein bisschen durchschaue. Siemens ist eine der größten Technologien, das wissen wir alles schon. Sie wollen stark sein, sie sind groß mit 350.000 Mitarbeitern, wissen wir auch schon. Und jetzt sagen Sie, muss man ein bisschen weiterlesen. Viele Daten interessieren uns nicht, denn wir haben ja Obermatt für die Finanzanalysen. Sie haben hier eine Vision 2020 gemacht, eine starke Mission. Wenn man es aber genau anschaut, steht nicht so viel dahinter. Eine Eigentümerkultur, wenn man das durchliest, steht auch nicht besonders viel dahinter. Da kann ich noch nichts damit anfangen. Sie haben eine konsequente Strategie entlang der Wertschöpfungskette Elektrifizierung. Das finde ich gut. Ich glaube, Elektrizität ist die Zukunft. Wir müssen aufpassen mit den fossilen Brennstoffen. Also schon mal ein guter Punkt. Eine Übersicht, die wieder schwieriger ist zu verstehen. Lassen wir das mal sein. Vielleicht ist das mehr einfach aus Designüberlegungen. Die Ziele. Sie haben Ziele sich gesetzt für 2020. Kostensenkung 1 Milliarde. Haut mich nicht um. Ich bin nicht so ein Fan von Kostensenkung. Ich bin mehr ein Fan von Wachstum. Schaue ich also weiter. Sie wollen Werte schaffen, steht aber nicht viel dahinter. Sie wollen ein Zielsystem umsetzen mit Wachstum. Sehr gut. Siemens möchte wachsen und zwar stärker als die wesentlichen Wettbewerber. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Neben der Rendite, die hier mit dem ROCE angegeben wird, was ich eine schwierigere Kennzahl finde, aus Incentive-Sicht sehr problematisch, aber das Wachstum ist sehr wichtig und wenn das Wachstum dabei ist, ist auch der ROCE nicht so gefährlich. Das ist ein gutes Zeichen, das gefällt mir schon gut, Elektrizität und Wachstumsziele, wollen ein Partner der Kunden sein, ein Arbeitgeber der Wahl. Ich sehe Vielfalt, Diversity, finde ich alles vernünftig. Ich glaube, wir können das Unternehmen kaufen.
Ich habe das gemacht, gehen wir schauen in mein Depot, wo wir da gerade stehen. Ja, Siemens ist dabei mit 50 Aktien zu 95 Euro. In Schweizer Franken sind das etwa 5200 Franken, also genau der Betrag, den ich jede Woche ausgeben möchte für Anlagen in Aktien, sodass wir immer diversifizierter werden und weniger abhängig sind von einem Unternehmen selbst. Ja, das wär's. Ich mache einen Reload. Gut, ja, richtig. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Selbstanlegen. Auf Wiedersehen.